stellvertretend für das Sumpflager und allen geknechteten Menschen Myrtanas wird sich der Sumpf erheben. Das Urteil ist gefällt und es lautet: Schuldig, schuldig, schuldig. Oder ich ruf die Wache. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone brauchen wir dich. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt. Komm her! Komm her! Hey, nimm die Waffe! Nimm die Waffe! Nimm die Waffe! Bartolo! Klarer Sieger, würde ich sagen. Klarer Sieger? Ich platze euch die Farbe aus der Perücke. Bartolo, du Mistvieh. Weg mit dir! Ja, das ist Musik in meinen Ohren. So, der nächste bitte. Fuck! Wurden wir doch gleich überrascht? Was willst du denn? Du bleibst liegen, du Mistvieh. Ich bin das Unglück. Komme! Ich komm dich holen. Oh ja, komm, komm. Massier mich, massier mich. Mistvieh. So ist das schön. Ach du meine Güte, wurden wir hier gleich reingeschmissen? Drago. Kuristo. Fuck. Schutz vor Magie und Feuer. Den Ring nehmen wir mal mit. Bartolo, was spielt hier Bartolo für eine Rolle? Was? Wie viele Lauten hat denn der bei sich, sag mal? Ja, und noch was zu rauchen, das ist klar. Meine Güte, scheiße. Gomez, da. Wow. Wow, Magie, Feuer, Pfeile, Waffen. Das ist so ein Ring, wie ich gesucht habe. Komm, den legen wir gleich an. Dann haben wir gleich noch mehr Schutz. Hier, Magie und Feuer auch noch zu... Oh Gott. Die haben hier ein richtiges Chaos hinterlassen. Egal, wir nehmen alles mit. Gomez, ich bin dir so nah. Ich bin dir näher wie dein Pickel am Arsch, Kollege. Ich komm dich holen. Wir nehmen hier alles mit. Alles mitnehmen. Wow, schaut euch das mal an. Wir kriegen sogar die Tränke, die er eigentlich verkauft hätte. Oh Mann. Gomez, du Mistvieh. Deine Tyrannei wird hier enden. Heute, hier und jetzt. Also bring deinen königlichen Arsch lieber in Sicherheit. Schaut euch mal die Schriftrollen an. Wir kriegen hier alles, was er da gehabt hätte. Oh Mann. Auch noch die ganzen Runen. Oh Mann. Fuck. Gomez, du Mistvieh. Ich habe auch schon einen guten Plan. Und ratet mal, was für einen. Wir werden Gomez mit seiner eigenen Waffe töten. Wir müssen weiter, wir sind hier nicht sicher. Gomez, Schergen lauern hier überall. Was machst du? Wartest du auf irgendwas? Warte hier. Hackzammer. Dreckiges Mist. Wie, auf was wartest du eigentlich? So, schön ausrauben. Den Rest werden wir später ins Auge nehmen. Hier müssen wir schauen. Oh, hier sieht's. Oha, das sieht ein bisschen nach viel aus. Da ist Raven. Hallo. Na, Brennchen. Grüße von Innos. Stirb! Das war deine rechte Hand, Gomez. Ha! Da habe ich ja noch... Weiß ich nicht, da ist ja ein Butler noch stärker. Du dreckiges Mistvieh. Wir speichern mal. Und fegen eine Runde durchs alte Lager. Der grüne Wind wird sich an euch Gardistenschweine laben. Na, Tata! Gardistenpenner! Was da drinnen für ein Pisser?
Was bist du denn für ein Lappen? Da! Haha, da! Okay, der macht ganz schön Schaden. Schön schreien. Ja! Das tut meinen Ohren gut. Das wird dir noch sehr leid. Was? Hast du Arsch gemeint? Na komm. So, der nächste bitte. Entgardifiziert, sage ich nur. So, Kata. Meine Güte, ist das alles, was du zu bieten hast, Thomas? Ist das alles? Lappen. Lappen. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Schutz gegen Pfeile und sowas. Hallo. Ja, ja, komm, 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 komm. Was bist du? Akko. Akko. Komm es, ich komme immer näher. Ich komme immer näher. Höre, wie deine Gardisten schreien. Du bleib liegen, du Wurm. Was bist du? Komm her, du Fliege. Komm, komm her, du Fliege. Na, na, komm. Put, 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 put. Schon wieder ein Kampf. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So. Ihr seid den Untergang geweiht. Ihr wisst es bloß noch nicht. Hallo. Da oben versteckt sich also auch einer. Das ist gut zu wissen. Ja, gefällt dir das? Feuer. Wer mit Feuer spricht, spricht die Wahrheit. Wie so ein kleiner Penner. Entgardifiziert. Noch irgendeiner Probleme hier? Warte mal. Warte mal. Hey, bleib mal stehen. Du hast da was an deinem Rücken. Tja, wollte. Er wollte einfach flüchten. Tja. So, weiter. Wo ist der nächste? Erstmal was trinken. Erstmal was trinken. So, wieder topfit. Ein Mana-Trank noch und dann kümmern wir uns um die anderen Würmer. Sowas wie Torus, der hier um den Ecken lauert. Torus? Torus! Wo bist du? Hast du dich versteckt? Was ist denn das für ein Penner? Okay, aber wie es aussieht, wird sich der grüne Wind den Außenring des alten Lagers annehmen. Und hier gibt's noch eine Menge Verräter. Hallo? Ha, hier gibt's keine Gnade. Es gibt kein Erbarmen. Hier gibt's nur den Tod. Hey, komm her. Du sollst hier herkommen. Komm her hier, du Penner. Ah, gut. Na komm. Puh, puh. So. Hier gibt's kein ein Entkommen. Kommt alle her. Kommt, 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 kommt. Wo seid ihr? Hier. Tschüss. Alles wird hier ausradiert. Schön. Schön. Da liegst du in deiner eigenen Suppe, du Penner. Ach. Ach. Komm mal her. Hallo. So. Gefällt dir, oder? Das gefällt dir. So, einmal quer durch hier. Ihr seid Buddler, alles super. Ja, ihr könnt mich wegrennen, kein Problem. Ich hab's nur auf die Gardisten abgesehen. Fingers, Hammer. So, da oben ist noch so ein Pümmel. Guck mal her hier, du Pümmel. Torwache? Du warst längster Zeit Wache. So, beim Runterglitschen gleich noch kalt gemacht. So, Fingers. Tut mir leid, aber du spielst auf der Gegenseite. Ja, und du schreist schön. Das gefällt mir. So, wo ist der Nächste?
Nächste bitte. Nächste! Butler, bloß nichts übersehen hier. Hallo? Sketti, du Mistvieh. Und tschüss. Das war für meinen Tempelbruder in der Arena. Wenn der grüne Wind durchs Lager fegt, dann er alles von Gardisten wegweht. Ich bin sowieso schneller wie du, du Mistvieh. Da, euer Verrat reicht bis zu den Hallen unserer Vorväter. Ihr habt die Götter betrogen. Ihr habt die gesamte Kolonie betrogen. Was? Du greifst mich an? Du kleiner Lump. Hey, Fist, warte mal. Komm mal her, Fist. Ich geb dir die Fist. Ja, das war's mit dir, du Mistvieh. Das gefällt. Hast du was Schönes bei? Okay, komm. Die laden wir nachher alle aus. Wenn wir alle ent... Nee, wie nennt man das? Leichenfleddern, genau. Wenn sie entfleddern. Scheiße. Komm her. Hallo. Wie heißt du? Ja, bist. Ja, das war's mit dir. Penne! Hm, da hinten sich noch einen. Hallo! Ich frag mich, wo Taurus ist, der Penner! Whistler. Ja, Whistler kann sich jetzt nur noch als Ghostwriter irgendwo bewerben. Ach, Sly, du Penner. Du hast zwar hier nichts mit zu tun, aber dafür, dass du Schatten bist, hast du schon dein Todesurteil unterschrieben. So. Ich muss mal schauen. Oh. Vielleicht mache ich noch einen Counter unten rein irgendwo. Indem gezeigt wird, wie viele Gardisten wir hier schon umgebracht haben. Falls ich es nicht vergesse. Taurus! Taurus! Juhu! Komm mal her! Frostige Grüße! Oh, ist dir kalt? Zitterst du? Komm her! Gefällt dir das? Nicht wahr? Hey! Aus dir wäre eine schöne Statue geworden. Komm! Komm, Mann gegen Mann! Komm! Tja, hast du Pech gehabt. Hä? Da bin ich wohl abgerutscht. Ja. Hä? Hä? So. Das war doch auch einer der rechten oder linken Hände von Gomez, glaube ich. Tut mir leid, Taurus. Verräter, alter Schicksal. Und wir werden uns jetzt den Erzbaron holen. Gomez! Ich komme! Jetzt wird gepiekt, dass das Schwert sich biegt. Obwohl, Moment. Ich glaube, ich brauche dazu nicht mal die antike Erzrüstung. Ich bin einfach mal so dreist. Ah, da kommst du mir gerade wie gerufen. Stirb. Ja, das Blut klebt an meiner Schneide. Hey. Da bist du Mistvieh. Wie bist du denn hier reingekommen? Moment. Bist du nicht diese Pestzecke gewesen, die unsere Leute in der freien Mine kalt gemacht hat? Deine Leute hatten kein Recht, dort einzufallen. Ich habe diesen Anflug von Größenwahnsinn nur wieder korrigiert. Du hast Mut, so mit mir, Gomez, zu sprechen. Aber es war ziemlich dumm von dir, hier einfach aufzutauchen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass du mir nie wieder in die Suppe spucken wirst. Wenn du Streit suchst, komm ruhig näher.
Leg das Ding weg. Oder du bist dran. Gomez? Das war... Mann, der hat 4 Schläge gebraucht. Wie so ein normaler Gardist. Ich dachte, ich könnte das ein bisschen epischer aufbauen. Gomez, ich bin maßlos enttäuscht. So, was haben wir denn hier? Gomez-Rüstung, das ist schon mal sehr schön. Gomez Schlüssel öffnet Lagerraumtüren im Keller der Erzbarone. Kerkerschlüssel. Damit können wir wahrscheinlich Stone befreien. Ring der Unbezwingbarkeit. Den 2. davon. Geil, nehmen wir alles. Und ja, Leute, ich weiß, Gomez Rüstung bekommen wir im normalen Spiel nicht. Also haben wir keine Chance ranzubekommen. Aber ich möchte die Insignien des Kampfes hier noch zur Schau stellen. Daher habe ich das jetzt mal so eingerichtet. Ihr habt gesehen, Innos Zorn haben wir bekommen von ihm. Wir haben ihn damit umgebracht. Und ich würde sagen, das ist unser Thron, denn wir sind der neue Erzbaron. Okay, wir müssen... Schaut mal, sie tanzt! Ein Freudentanz! Syra! Ist das nicht Gomez' persönliche Sklavin gewesen? Jetzt tanzt sie. Ich kenn dir das. Ja, so verlockend das auch klingt hier, auf den Thron rumzudampfen, auf den dampfenden Thron, müssen wir jedoch weiter. Und zwar gebe ich hier nicht eher Ruhe, bevor ich geöffnet habe. Jede Truhe. Okay, sie rennen alle weg. Okay. Der grüne Wind ist ja einmal durchgefegt. Sie haben auch das Recht, wegzurennen. Was habe ich da im gelesen? Arks Schwert? Oder irgendwie sowas? Irgendwas mit... Uriziel. Irgendwas mit Arks... Oder Arthos? War das Arthos? Nee, mir kam das so vor wie Arks. Egal. Ich weiß, dass hier im Haus... bei Gomez Truhen sind. Kann ich auch die Truhe haben? Söldnerklinge, Hüterklinge, leichter Zweihänder. Oh Mann, Gomez. Noch mehr Pein gibt's nicht, oder? Dass wir hier in deiner persönlichen Rüstung rumrennen und dein eigenes Lager beklauen. Donnerschlag. Nice. So, was haben wir hier? Gardeschwert, Schlachter, Kriegerurteil, Breitschwert. Wir können das alles gar nicht mehr verkaufen. Wir können das gar nicht verkaufen. So viel Erz gibt's hier in der gesamten Minenkolonie nicht. Ich würde sogar bezweifeln, dass es das in Methana überhaupt gibt. So, okay. Grobes Schwert nehmen wir auch mit. Richtschwert. Auch nicht schlecht. Wenn, dann richtig. So, die Rüstung da oben können wir nicht mitnehmen. Kampfschwert, auch eine schöne Sache. Da können wir unsere... Ja, vielleicht finden wir sogar noch Leute, die wir trainieren können. Dann haben wir gleich die perfekten Schwerter für die. Natürlich nicht auf unsere Kosten. So, wo waren das? Das war hier oben. Gomez Gemächer! Waren... Wo waren die? Waren die hier? Nee. Hier waren wir aber schon. Gomez... Ekelhafte Gemächer, wo sind die?
Wo sind sie? Achso, wir haben ja noch einen Ring gefunden. Nochmal denselben. Hier, Ring der Unbezwingbarkeit. Können wir den wegnehmen und den anlegen. Somit sind wir momentan höchstmöglichst geschützt, wie es überhaupt geht. Gomez, war das hier? Ja, hier war das. Ach, hier ist ihre Sklavin. Valeria? Ach, sie badet gerade. Mach's dir gemütlich. Nach das Ableben von Gomez kann man sich ja mal ein Bad gönnen. Das finde ich auch. So, kommen wir jetzt hier ran? Ja! Da kamen wir vorher nicht dran. Bolzen? Erz? Ja. Immer her damit. Wir haben ja noch nicht genug. Trollfaust und Rachestahl wäre drin gewesen. Nice. Nice. Was haben wir hier? Trank der Geschwindigkeit. Trank der Stärke plus 8. Nice. Gomez, danke dafür, dass du das für uns aufgehoben hast. Stärke plus 8. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's nicht. Velaya, kommst du mit Schlafi Schlafi machen? Okay. Dann ruhen wir uns mal. Ah, geht das? Gehen wir da nicht rein? Na. Oh, das ist schade. Nee. Geht leider nicht, sonst hätte ich noch die Dreistigkeit besessen, mich in Gomez sein Bett zu erholen. Okay. Gut, das... Ja, doch, den Turm hier haben wir ja schon in den Vorparts. Da gab es einen Part, da waren wir da mal drin, da haben wir echt alles mitgenommen. Bis auf die beiden Truhen. Somit würde ich sagen, sind wir hier erst einmal durch. Jetzt müssen wir natürlich noch die Reste hier irgendwie entsorgen. Eventuell haben die Leute hier nämlich noch Schlüssel bei. Das kann ja passieren. Glaube ich. Denke ich. Bolzen. Ja. Crap. Crap. Gardisten. So, gardifiziert haben wir alles. Was ist das hier für jemand? Ach, die Bolzen interessieren mich nicht. Cutter. Lichtschwert. Gardistengelumpe. So, was war hier hinten? Hier waren wir noch gar nicht gewesen. Da ist ja noch jemand. Juhu! Ja, das war's mit dir, du Mistvieh. Spüre Innos Zorn. Ja, das hätte ich auch gesagt. So, Skip. Oh! Das ist ja eine ganze Menge. Es ist Gomez. Es ist Gomez. Er liegt im Dreck. Das finde ich nett. So, der hat da auch keinerlei schöne Sachen bei. Kommen wir jetzt in die Tür rein hier? Nein, da kommen wir überhaupt nicht rein. Das check ich nicht. Ich probier mal was. Weil ich habe auch gelesen, dass man in diese Tür überhaupt nicht reinkommen soll. Aber wir kennen ja einen kleinen Trick, womit wir auch schon durch die geschlossene Mine gegangen sind. Müssen wir bloß mal schauen, ob das funktioniert. Scavenger war da, glaube ich, die bessere Wahl. Probieren wir es mal. Nein, kommen wir leider nicht durch. Schade. Aber ist auch nicht schlimm. So, drumrum haben wir auch alles abgesahnt. Hier haben wir auch alles niedergemacht. Dann gehen wir jetzt zum Kerker. Stone, wir kommen. Der grüne Wind wird dich befreien. Ganz geschwind. So, wir nehmen mal Donnerschlag. Das sieht ja ganz nett aus.
Ja, nehmen wir mal. Herzbrocken? Was ist denn hier noch? Das sind also die Kerker, oder was? Herzbrocken. Eine Brotkrumenspur. Hoffentlich führt sie sonst nicht zu einer Falle. Da, was ist da? Hier sind Pfeile. Irgendwelche Blutschneide. Okay, Blutschneide. Schon mal ein Schwert gefunden. Kommen wir hier rein? Nein. So, wie weit geht's denn hier noch? Tür. Hä? Ah! Das war die Stelle, die wir gesehen hatten, in den Wanzenpart. Das war... Moment, sehe ich da noch einen Gardist? Da ist noch ein Gardist, oder? Gardist? Hast du noch mal Glück gehabt, du Mistvieh? Huch, jetzt habe ich wohl einen Butler getroffen. Moment mal, wo ist Stone? Stone soll doch hier gefangen gewesen sein. Stone?